Herzlich willkommen bei Prinz Mundo. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Gegenstand vor euch, was gerade mal wenige Zentimeter groß ist, nur so als Beispiel, aber hat eine Masse von 50.000 Kilogramm. Würdet ihr euch das vorstellen können? Nein, ich könnte mir sowas jetzt ohne vorstellen. Aber im All sind tatsächlich so kleine Objekte, wo man tatsächlich extreme Eigenschaften nachweisen kann. Sind ja wunderbar Neutronensterne. Also sagen das Thema in der heutigen Sendung. Was ist ein Neutronenstern eigentlich? Also ein Neutronenstern ist ein Sternleiche, ein toter Stern. Man muss sich da so vorstellen, ein Stern hat mindestens 8 Sonnenmassen, durchläuft alle 6 Fusionsstufen aufgrund seiner Masse, hat den Siliziumbrenn beendet, Gravitationskollaps, Supernova, Neutronenstern, bumm, erledigt. Neutronensterne haben gerade mal einen Durchmesser von 20 Kilometern. Das sieht man ja hier auf dem Bild, Größenvergleich zwischen einem stellaren schwarzen Loch und einem Neutronenstern. Und wie ich vorhin Beispiel gesagt habe, 20 Kilometer groß, gerade mal, aber schwerer als die Sonne. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass ein Objekt mit 20 Kilometer Durchmesser bis zu 3 Sonnenmassen haben kann. Aber hier ist es so. Aber die haben daher auch eine enorme Schwerkraft. Einmal ausgerechnet, dass die Schwerkraft milliardenfache so groß ist wie die von der Sonne. Und daher können die größten Erhebungen auf dem Neutronenstern nur wenige Millimeter plus sein. Grund der enormen Schwerkraft. Der wesentliche Bestandteil sind Neutronen. Und das sind die dichtesten bekannten Objekte ohne Ereignishorizont. Und dazu machen wir auch ein Video, was Ereignishorizont ist. Erstmal zum Aufbau eines Neutronensterns. Wir haben die äußeren Kruste. Der inneren Kruste, äußerer Kern, innerer Kern, also scheinförmig aufgebaut. Und an der Oberfläche ist der Druck 0. Da hat man nur Eisenatomkerne und Elektronen, da freie Neutronen in dieser Umgebung instabil sind. Aber im Inneren der Kern sieht man, sollte man dieses Quark-Gluon-Plasma haben. Wir machen auch noch ein Video dazu, was nur um den Aufbau eines Neutronensterns geht.